über diese Fläschchen lohnt es sich noch ein bisschen länger zu sprechen. Denn da gibt es ein bisschen positive Nachricht heute Abend. Nämlich das BioNTech-Werk in Marburg. Das neue Werk, das hat jetzt endlich die Zulassung, wirklich losproduzieren zu können. Peter, das heißt, wann wird das erste dieser Fläschchen, dieses neue Werk in Marburg verlassen? Wenn alles klappt, noch im Februar, wahrscheinlich Mitte Februar, kann BioNTech mit der Massenproduktion in Marburg beginnen. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Ein kleines trübes Wölkchen können wir mal vom Himmel ziehen. Es kommt ein wenig Sonnenschein, ein wenig. Und fahren dann so kleine Paketchen da vom Hof oder ist das großer Stil, viele Fläschchen? Das ist richtig was, das ist richtig ein Werk. Also man hat ja von Novartis ein altes Werk gekauft und hat es umgebaut. Eigentlich hatte man gerechnet, man ist Ende März fertig, frühestens. Und auch nur ein bisschen kleiner. Jetzt hat man auch mit Hilfe der Bundesregierung das alles ein bisschen größer gemacht, auch mit den zuständigen Behörden in Hessen. Mhm. Muss das gut geklappt haben. Man kann richtig produzieren, da kommt richtig was raus hinten und da kommt ein bisschen Hoffnung, da kommt Entlastung an der Impffront. Ab März können wir durchatmen, ein bisschen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.